Liebe 3a, liebe 3b, schön, dass ihr wieder bei der heutigen Mathematik-Fernunterrichtsstunde dabei seid. Ihr macht das mit Google Classroom Spitze. Macht weiter so. Heute schauen wir uns an, wie man Textgleichungen löst. Die Angabe ist sehr kurz. Wir lesen uns diese einmal durch. Tabea und Marius sind zusammen 11 Jahre alt. Marius ist um 3 Jahre älter als Tabea. Wie alt sind die beiden? Am besten, wir gehen das nun, so wie hier, mit diesem Lösungsweg an. Wir fassen zuerst einmal zusammen, was wir aus dem Text wissen. Wir wissen, Tabea plus Marius ist gleich 11 Jahre. Und in beiden Klassen, in der 3a und in der 3b, lösen wir diese Aufgaben immer mit einer Tabelle. Wir zeichnen eine Tabelle, hier ist sie schon vorgegeben. Wir schreiben in die Tabelle die Namen hinein, Tabea, Marius, man könnte noch schreiben zusammen. Und dann befüllt man die Tabelle mit den Sachen, die man weiß. Zusammen sind sie 11 Jahre alt. Und wenn wir etwas nicht wissen, wir wissen nicht, wie alt Tabea ist, dann schreiben wir x. Marius, der ist so alt wie Tabea, aber noch um 3 Jahre älter, also er ist x plus 3. Und das können wir nun in einer Gleichung noch aufschreiben. In der Gleichung schreiben wir auf, x, das ist das Alter von der Tabea, plus das Alter von Marius, also plus x plus 3 ist 11. Wir fassen zusammen, nächste Zeile, 2x plus 3 ist 11. Dann machen wir die Äquivalenzumformung. Minus 3 auf beiden Seiten. Dann haben wir nur mehr 2x ist gleich 8. Wieder Äquivalenzumformung. Beide Seiten geteilt durch 2. Dann ist 1x gleich 4. Dann machen wir die Probe. X wissen wir nun ist 4. Und Marius ist um 3 Jahre älter. X ist 4, 4 plus 3 ist 7. Und noch kontrollieren, ist 4 plus 7 wirklich 11? Ja, 4 plus 7 ist 11.